Herzlich willkommen zu Mario und Luigi 2, zusammen durch die Zeit. Auch wurde ich derart gestaltet, ein Füllhorn an Ausrüstung aufzunehmen, ja, auch ihre Unterhosen. Mario, Luigi, sehen Sie die Klüfte auf Ihrem Pfad? Ja, schon. Drama, Baby. Wir drücken Sie jetzt den Y-Knopf, um der gegnerischen Attacke auszuweichen. Ja, als Maul, weiß ich schon. Bild nun bitte den Bros-Item-Block. Mario hat verkackt, vielleicht sind sie besser. Was machen Luigi der Zukunft? Seid ihr? Was zum Teufel habt ihr geraucht, ey? Ausweichmanöver schnell, Cooper-Kanone Feuer, los! Keine Munition mehr. What? Du Spast, bist gefeiert! Na toll. Ja, die kommen schon total durcheinander. Luigi, versuch's doch auch mal. Kann ja nur schlimmer werden. Also zumindest hoffe ich für Mario und Luigi, dass sie Bowser immer angezeigt haben, bietet es sich schon an. Bewegen Sie das Vergrößerungsding jetzt bitte hierher. Na los, mach schon. Ich bin unzufrieden mit mir selbst. Halt, stopp! Nicht gut. Was ist denn das? Ach, wir müssen noch rüber zu dem Schalter und den auslösen. What? Gegnerischer Erstangriff habe ich gar nicht gesehen. Das habe ich so nicht gesehen, Shiri. Wieso ist hier eigentlich so ein starker Lag? Ich habe das Gefühl, hier laggt es ein bisschen. Aber das auch nur in Verbindung mit Mario und Luigi. Ach komm, das Ding habe ich noch gar nicht berührt, ey. Diese ständigen Trennungen, Mann. Ich mag das nicht. Ah, du Lappen. Halt, stopp. Oh, habt ihr das auch in der Schule gelernt? Wenn ihr irgendwas nicht wollt, stopp zu sagen. Ey, das ist so lächerlich. Da haben echt alle gelacht. Und wir waren in der 4. Klasse. Ich meine, der Prinzip, das, was einem da vermittelt wird, ist ja richtig. Man soll ja Nein sagen, wenn man etwas nicht will. Aber ich meine, wenn ein Vergewaltiger oder sonst irgendein Psycho voll steckt und du sagst Stopp, dann wird er sich auch denken, das wird ihn mit Sicherheit nicht davon abhalten, ja? Nein, gegen dich kämpfe ich diesmal nicht. Ja, perfekt Deutsch. Das würde ich mal sein lassen. Aber, ich bin voll mit der Piste. Wie heißt er denn? Swiggler. Swagger, Bitch! Der guckt aus, als hätte er gekokst und 3 Tage nicht geschlafen. Wer, ich? Kylie Cooper, Top-Reporterin für die Bild-Zeitung. Die beste Frau der Blöd-Zeitung. Bild. Essen wir die letzten 4 auf oder sparen wir sie? Ist ja schon lecker, ne? Was sich Luigi auch denkt, die Drecksau. So viele Bohnen. Falls eure Rosen nicht feuerfest sind, gibt es gleich gegrillte Klempner. Ich hab Bock zu grillen. Jetzt aber bloß keine Leben verlieren, das wäre unnötig. Och, Mann! Ja, hast du dir aber selbst zuzuschreiben, Mario. Wenn du das Timing verkackst, wer die Kurve genommen hat, weiß ich jetzt zwar nicht. Hä, ihr müsst verstehen. Nein, die sind Italiener, die können nur hinten drin stehen beim Fußball. Deswegen wird's nix. Aber wer weiß, vielleicht werden sie ja zu einem Balotelli, Pirlo, was auch immer. Ich kann die Klippe schon sehen. Jetzt hier haben sie auch noch Knochentrocken einprogrammiert. Die sehen total hässlich aus. Wie so ein alter Opa, der auch noch am Schielen ist. Obwohl noch ein paar Zweier dabei sind. Ah, natürlich! Natürlich kriegen wir die 2. So klar. Die wahre Luigi einfach nur zuschauen, anstatt sich hinten dran zu stellen und noch mitzuhelfen, oder? Solche Assis. Und ich kriege hier eine. Ich hab's gewusst. Und mit einer 2 bin ich ehrlich gesagt zufrieden. Da kann doch wohl nur eine 6 rausspringen. Fick dich! Ach komm. Es ist doch Betrug, oder? Man sieht doch nur 6er, wenn sich dieses Rad dreht. Wo kommen denn die ganzen 2er her? Jetzt schon wieder. Mal eine 3. Kann man eigentlich auch nicht zufrieden sein. Und wir kommen unten wieder raus. Yeah. Was für glückliche Gesichter. Also ich würde nicht so schauen, wenn ich aus dem Arsch rauskriechen würde. Aber gut. Bin ich etwa pleite? Tatsächlich, ich habe nur noch 13 Münzen. Scheiße! Drogen, in dem Fall, kosten eben viel. Hm? Naja, gut, ist nur die Bildreporterin. Wir wurden übersehen, oder was? Lol. Irgendwie ein bisschen scheiße gerade. Das ist eigentlich so Süßigkeiten geil. Also wenn jetzt nicht alle sterben, ne? Jetzt nicht alle... Dann hatten wir aber verdammt Glück, dass wir da nicht reingetreten sind.
Komm schon, wenn ihr mich rettet, dann kündige ich auch bei Bild. Das war ein Argument, oder? Jetzt sagt Mario gerade, ach, wir hätten ihr helfen sollen. Hätte Bild eine Mitarbeiterin weniger. Mach mal Angriff, ne? Boah, besser als 2 oder 1. Mach mal KP. Ihr seht's nicht, aber ich schüttle mit dem Kopf. Mama mia. Everybody do the flop! Na toll. Was ist mit ihr geschehen? Ihr Gesicht schimmelt. Lecker Schmecker. Obwohl, nein, zu kotzen. Es ist mir egal, wie extrem ihr seid. Wenn ihr nicht fliegen könnt, werdet ihr diesen Block niemals erreichen. Hey komm, du bist Bergsteiger, also dann wirst du ja wohl hinkriegen. Voll Honk. Schreibt mir mal bitte in die Kommentare, wie oft ich bei aussichtsreicher Position immer eine Zwei gekriegt habe. Aber Mario und Luigi machen es geschickt. Luigi? Luigi! Nein! Wegen diesem Idioten darf ich das jetzt alles nochmal machen. Was die alles zur Täuschung drauf haben. Was? Das soll kein Erstangriff sein, sondern ein gegnerischer? Also jetzt ist der Betrug aber wirklich auf dem Maximum, ja? Hey, willkommen zurück bei... Hilfe! Ja, machen wir mal Verteidigung. Alter, wie viele Sechser waren denn da? Vulkan mit ohne Feuer. Kein Vulkan mehr, nur Berg. Zackt. Habt ihr das gehört? Es zackt. Ich liebe es. I like that so much. Geht da mal jemand dran, bitte? Das war Luigis Handy, aber er ignoriert es gekonnt. Nimm mich mit, mein Zuckerwürfel. Du, zu schwer. Boah! Alter, bist du krass drauf! Deine Frau wird dich jetzt verlassen, ist dir klar, ne? Wie bitte? Wie kannst du es wagen? Ich gehe doch nicht zu The Biggest Loser! Oh, du Scheißkerl! Ab jetzt bist du Single. Er hat die gerade Idiot gesagt. Ach, waren die früheren Nintendo-Spiele schön. Heute würde da wahrscheinlich stehen, böser Mann oder sowas. Das hier ist die Hölle. Es ist heiß, es stinkt. Es ist gefährlich. Und überall Kotze. Aber nicht von mir. Es ist eine einzige, gigantische Feuersbrunst. Ich liebe es. Der perfekte Ort, um einen kleinen Zweitwohnsitz zu errichten. Was für ein fieser Ort. Siedend heiß, müffelnd und wie geschaffen für Ärger. Aber überall Kot. Naja, nicht meiner. Richtig stark. Genau der richtige Ort, ein zweites Schloss zu erbauen. Oh. Jetzt schon. Hey, du. Ja, du kommst mir bekannt vor. Du siehst aus wie eine größere, fettere Version von mir. Von Shira. Zumindest wärst du das gerne. Also, das Erstere. Nein, du wärst das gerne, du Heini. Du magst wohl sprechen und aussehen wie ich, aber du bist nicht ich. Du bist nur ein kleinwüchsiger, großmäuliger Lümmel, der bei DSDS mitmacht und auch noch Schweizer ist. Und dann gewinnt. Hey! Du hast dein Mundwerk wie ein Mülleimer, du Fettsack! Ich? Wer riecht denn hier aus dem Rachen wie ein Gumba nach einer Knoblauchpizza, hä? Du wirst es nie zu etwas bringen. Also, da hat er recht. Meuterei! Oder auch einfach nur die Bild-Zeitung! Ey, da hat die Bild ja echt mal einen Daumen hoch verdient. Nein, warum? Warum muss ich immer alles zum Üblen wenden? Weil du für die Bild berichtest. Kann dem Vieh mal jemand da unten das Maul stopfen, ey? Halt's Maul! Besonders die Carbonara zu reduzieren, wird eine große Herausforderung sein, denn ich weiß, wie unsagbar schmackhaft sie ist. Von McDonald's möchte ich gar nicht erst reden. Aber naja, oh Gott, was war das Grauenhaftes? Das war ja eine Missgeburt, diese Genki-Dama. Ich wollte drüber springen, aber es hat nicht funktioniert. Sie leidet bereits, sie leidet. Das ist schön zu sehen. Sie löst sich auf wie ein Digimon. Ah, okay, also ein UFO verwendet sie zur Heilung. Und bedankt sich auch entsprechend. Stehen tief in der Schuld von Mario und den Babys. Und Luigi?
Ja, Luigi fragt sich auch, was soll der Scheiß? Willkommen zurück! Gute Arbeit, Luigi! Oh, ein Fan gibt's doch. Ja. Da freut man sich, der erste Abonnent. Dem Game hier würde ich auf jeden Fall 7 von 10 Punkten geben.